Als nächster Redner Herr Abgeordneter Gerald Lorca. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister. Die SPÖ hat einen knackigen Titel für die dringliche Anfrage gehabt. Beenden Sie Impfchaos und Schneckentempo, Herr Gesundheitsminister. So knackig war dann die Rede von der Klobauer-Frau Randy Wagner nicht. Die war eher kuschelweich und das verstehe ich nicht. Wir haben hier einen Bundesminister sitzen, der in seiner Amtszeit einfach jedes einzelne Projekt in den Sand gesetzt hat. Ich erinnere, Schutzmaterialbestellung im März, Fehlanzeige. Ischgl, der Hauptexportschlager des Winters 2020. Der Ostererlass musste zurückgezogen werden. Der Verfassungsgerichtshof hebt eine Verordnung nach der anderen ab. Die Risikogruppen haben so lange auf ihre Verordnung warten müssen, bis die erste Welle der Corona-Pandemie vorbei war. Den Sommer hat der Minister gleich generell verschlafen. Dann war die Ampel, die hat er nach einer Woche versenken müssen, weil er nicht bereit war, politische Konsequenzen an eine Ampelfarbe anzuknüpfen, weil man will immer selber die Pfoten drin haben. Und jetzt hat irgendjemand erwartet, dass der das mit dem Impfen auf die Reihe bekommt? Kann niemand erwartet haben. Es kann er nicht. Im Juni wurde das Material bestellt und ab dort hätte man Vorbereitungen treffen müssen, die nicht erfolgt ist, wie die Kollegin Ribo vorher richtig gesagt hat. Da sitzen zum Beispiel in den Alters- und Pflegeheimen Menschen, die haben einen Erwachsenenvertreter und können nicht selbst darüber entscheiden, ob sie geimpft werden. Wir haben hierherin x Gesetze beschlossen, dazu war gar nichts. Ja, vielmehr hat man in Ihrem Haus im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Dezember nicht einmal gewusst, wie viele Alters- und Pflegeheime es in Österreich gibt und wie viele Personen dort untergebracht sind und wo diese Alters- und Pflegeheime sind. Also man kann die Inkompetenz dieses Hauses und des Ministers, der dieses Haus führt, gar nicht ausführlich genug beschreiben. Und jetzt haben wir ein Impfchaos. Herr Minister, jetzt sind Sie verpflichtet, mir zuzuhören, weil ich habe Ihnen vorher sehr lange zugehört. Und Sie haben nicht einmal eine gesetzliche Grundlage geschaffen für die Impfpriorisierung. Und daher fuhrwerkt jetzt jedes Bundesland vor sich hin. Es funktioniert überall anders. Das nationale Impfgremium hat einen sehr durchdachten Plan präsentiert, an den sich jetzt keiner hält. Und Sie sitzen da mit einer tiefen Entspannung, weil es ist ja nicht Ihres. Das machen ja jetzt die Länder und Ihnen ist es piep, schnurz, egal. Und dann, dass der Kloberbank Kickli heraussteht und die Leute gerne in Panik versetzt, ist normal. Aber Sie leisten Ihren Beitrag. Wenn Sie bitte ins Fernsehen gehen und sagen, das war jetzt ein Probeimpfen am 27.12., da müssen sich die Menschen ja vorkommen wie Versuchskaninchen, Probeimpfen. Ja, und wir hatten da eine Pilotphase, sagt der Gesundheitsminister, eine Pilotphase, um zu schauen, welche Nebenwirkungen es gibt. Bitte, Sie hätten statt so eines Unfugs den Menschen sagen müssen, diese Impfstoffe sind bestens überprüft worden von sämtlichen internationalen Behörden und darüber hinaus von der AGES und die sind natürlich sicher. Und mit dem Impfchaos, das Sie verantworten, also nämlich mit einem beeindruckenden Ruhepuls verantworten, haben Sie jetzt zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Bundesländer einen Impfwettbewerb haben. Wer impft schneller mehr? Jetzt haben die in Vorarlberg geschaut, dass das Zeug wegkommt. Wurscht, die über 80-Jährigen kriegen nichts, es mussten schnell Leute her. Und jetzt sind auch Partnerinnen und Partner von Rotkreuz Mitstreitern geimpft worden, die gar nicht beim Roten Kreuz sind. Und das Land Vorarlberg hat in seinem Impfeifer jetzt so viel verimpft, auf einmal, dass in 3 Wochen, in den 17 bis 22 Tagen Abstand, gar nicht genug Impfstoff da ist, um diesen betreffenden Personen die zweite Impfung zu geben. Ja, die Wahrheit hält er nicht aus, jetzt geht er hinaus. Ich würde mich auch genieren, wenn ich dieser Gesundheitsminister wäre. Wien und Vorarlberg hat jetzt den Impfplan umgestellt und da werden die niedergelassenen Ärzte gleich geimpft und die 80-Jährigen nachgereiht, die das nationale Impfgremium vorgereiht hat. In Niederösterreich ist wieder anders. In Niederösterreich kommen die niedergelassenen Ärzte in den Wochen 8 bis 10 dran. Ist ja wurscht, nicht? So, und jetzt kommen nachher die Verteidiger des Minister Anschober und die werden mir auch E-Mails schreiben und sagen, der Lorca ist so gemein mit dem Anschober. Und ich sage Ihnen eines, wenn Sie mir ein E-Mail schreiben, schreiben Sie mir ein Projekt hinein,
das dieser Minister auf die Reihe bekommen hat. In 12 Monaten Amtszeit ein einziges Projekt, bitte. Und dann macht er, dann veranstaltet er das Impfchaos und sagt, wir impfen erst ab 12. Jänner. Und dann gibt es einen Impfgipfel und da sitzt der Kurz und sein Büro und der Anschober und sein Büro und dann machen die aus, okay, wir ziehen den Impfstart vor. Weil zuerst mal wollte ja Schulferien bis zum 6. Jänner, nicht? Und der nächste Montag nach dem 6. Jänner ist dann der 11. Und den Montag werden wir noch brauchen, fangen wir am 12. an. Richtig österreichisch, Ruhepuls anschoben. So, und jetzt macht er aus, wir ziehen den Impfstart vor. Und sagt das aber nicht seiner Sektionschefin Reich, die er in die ZIP 2 schickt, die dort den 12. Jänner verteidigen muss. So etwas machen schlechte Chefs, die ihre Mitarbeiter vorschicken und sie verheizen, weil man selbst nicht Rückgrat genug hat, hinzustehen. Gerald Loacker, der Gesundheitssprecher der NEOS, kritisiert, dass in seinem Heimatbundesland Vorarlberg Angehörige von Rotkreuz-Mitarbeitern geimpft worden seien. Dadurch sei jetzt nicht genug Impfstoff für die Zweitimpfung vorhanden, so Loacker.